Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Ministerin! Wir debattieren heute den Einzelplan 14, den sogenannten Verteidigungshaushalt. Vielleicht einfach nochmal, das ist der zweitgrößte Haushalt, 38,5 Milliarden, 1,5 Milliarden mehr als 2017. Das ist eine Aufrüstung, der Begriff ist schon richtig, und das lehnen wir als Linke ab. Was Sie im Moment gerade machen als Bundesregierung, ist im Windschatten Trumps. Und es ist völlig Konsens, dass das völliger Wahnsinn ist, was von dort aus kommt, dass Sie im Windschatten Trumps eine Aufrüstungspolitik betreiben, die insbesondere in zwei Bereichen feststellbar ist, nämlich einmal im Bereich der Europäischen Union und zum Zweiten, dass Sie Truppen insbesondere gegenüber Russland aufrüsten. Wir als Linke sagen, das ist die falsche Strategie. Das Handelsblatt sagt, dass 1,5% des Bruttoinlandsproduktes, was jetzt quasi der Konsens innerhalb dieser Bundesregierung ist, bis zum Jahr 2024 60 Milliarden Euro für den Militärhaushalt sind. Das wird Angela Merkel jetzt am Wochenende der NATO zusagen. Und ich kann nur sagen, nein, das sind Zusagen, die viel zu hoch sind. Und das ist auch eindeutig Aufrüstung, und das lehnen wir ab. Diese Bundesregierung will mit der Bundeswehr alles auf einmal. Sie will die Auslandseinsätze, und sie will dort bei den Auslandseinsätzen ausbauen. Stichwort Irak, Stichwort Afghanistan, Stichwort Mali. Überall werden die Truppen erhöht. Gleichzeitig wird Bündnisverteidigung neu definiert, und plötzlich geht es quasi um Truppen, insbesondere gegenüber Russland. Und es wird Landesverteidigung neu definiert. Und gleichzeitig will man diesen ganzen Themenbereich PESCO weiterhin ausbauen. Mein Kollege André Hunko hat das vorher genau beschrieben. Ich kann nur sagen, wenn man alles auf einmal will, und ist völlig klar, dass man dann zusätzlich quasi diese Gelder einfordert. Wir halten diese Strategie der Bundeswehr für falsch und halten deshalb auch für falsch, was für Gelder Sie für die Bundeswehr einstellen. Sie wollen die rüstungsinvestiven Ausgaben um 11% erhöhen. Ich will mal einige Beispiele nennen, was das konkret bedeutet. Transporthubschrauber A400M. 218 sollen 680 Millionen dafür ausgegeben werden. Dieser A400M kommt 139 Monate später und kostet 1,487 Milliarden mehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Skandal, und das zeigt, dass in diesem Hause, wenn es nicht um die Bundeswehr ginge, würde sehr viel deutlicher kritisiert, was bei diesen Großprojekten passiert. Ich glaube, es ist sehr gut formuliert von einem Journalist, der bei einer Fregatte sagt, hier werden gerade eben drei Elbphilharmonien verbraten. Und das vergleicht mit diesen Großprojekten eine unglaubliche Verschwendung von Steuergeldern in diesem Bereich, die wir sehr klar kritisieren. Eurofighter. 390 Millionen 218 werden im Haushalt eingestellt, kommt 149 Monate später 6,7 Milliarden Euro mehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben auch konkrete Lobbyprojekte, wie zum Beispiel das Projekt von Johannes Kahrs und Eckhard Rehberg, die Korvetten, wo es plötzlich 10 Korvetten sind statt 5, insgesamt 2,5 Milliarden Euro. Und meiner Ansicht nach das schlimmste Projekt, die Heron TP, eine bewaffnungsfähige Drohne, eine Kampfdrohne. Wir haben einen Antrag gestellt auf namentliche Abstimmung, weil wir wissen wollen, wie Abgeordnete des Deutschen Bundestages zu dieser bewaffnungsfähigen Drohne stehen. Wir plädieren dafür, dass die nicht angeschafft wird, und dafür haben wir diesen Antrag eingebracht. Wir werden den Haushalt Einzelplan 14 ablehnen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Johann Wadephul für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin.